Und jetzt, nachdem wir das hinter uns haben, machen wir weiter im Programm. Wir haben ein straffes Programm vor uns. Und draußen steht jetzt ein staatlich geprüften Reimetester. Der ist auch dafür zuständig, um zu gucken, ob ihr gut drauf seid. Habt ihr das verstanden? Oder soll ich nochmal wiederholen? Ne? Also, ich meine, ich kann das nochmal wiederholen, ist gar kein Problem. Also seid ihr aufnahmefähig? Ja! Oder Nian? Ja! Dann Hüttenmarsch für den staatlich geprüften Reinetester! Hallo, ihr Närrinnen und Nachalesen! 2 Jahre lang war nichts gewesen! Nun stehe ich hier oben als Kreimeratsbester, als staatlich geprüfter Reimetester. Wir vermissten ihn sehr, den Karneval. Doch jetzt ist wieder Stimmung im Saal! Ich bitte um ein bisschen Applaus, das Mikro war gerade einen kleinen Moment aus. Wir können wieder feiern, das wisst ihr genau. Drum rufe ich euch zu, Schlotterfässer! Ja. Schlotterfässer! Ja. Schlotterfässer! Ja. Corona hat sehr viel zerschlagen. Heute wollen wir den Anfang wagen. Doch die Welt hat sich verändert. Auch hier in Kreimat wird geändert. Ich mache schöne, nette Verse für Sie, für ihn und für die Herze. Könnt ihr euch erinnern, Corona war schwer. Überall nichts, Regale waren leer. Klopapier gab's, ich könnte heute noch wettern, nur in abgezählten Lächeln. Und hattest du mal den Dünnpfiff, dann warst du verloren. Ich bin in den Wald, hab mir den Arsch abgefroren. Und unter dem Schnee mein Geschrei war ganz groß. Da fand ich tatsächlich halbtrockenes Moos. Ich bin dann nochmal hin in dunkler Nacht und hab meiner Tochter viel Moos mitgebracht. Die war am dran, hat gehabt ihre Tage. Doch ich hat aus Moos eine Naturslip. Und diese Preise, 6,50 Euro für 1 Liter Öl, viel schlimmer war's beim Roggen, bei Bungert, Lidl, Edeka, war kein Krümel Mehl mehr. Ich nach Hause, Gott sei Dank, ich hab ja noch den Waffenschrank. Beim Aldi mit der Uzi in die Luft geknattert und 15 Kilo Mehl ergattert. Ich bin dann aus dem Aldi raus. Das war der reinste Spießrutenlauf. Mehl, Mehl, riefen sie an. Die ersten schrien, haltet den Mann. Dann kam einer, wohl aus der Pfalz, mit dem Trainingsanzug an. Der war noch nicht asozial, aber ziemlich nah.
Gib mir das Mehl, ich will keine lange Rede halten. Du bekommst dafür die Chantal, das ist meine Heide. Von hinten hatte die eine gute Figur. Doch dann dreht sie sich um. Wie schrecklich ist doch Mutter Natur. Die fängt an zu reden in ihrem knallroten Fummel. Statt weißer Zähne sehe ich nur schwarze. Jetzt nichts wie heim, doch hinterm Krankenhaus ging mir plötzlich mein Auto aus. Ich hatte meinen kleinen Wagen schlichtweg einfach überladen. Dann kam die Rettung. Hinter mir hielt Baskens Tanja mit ihrem Wagen. Pitt, kann ich dir helfen? Hört ich sie sagen. Ich müsste schnell heim, wirklich zack, zack, bevor jemand merkt, dass ich Mehl bei mir hab. Die Tanja guckt groß und kriegt Schaum vor den Mund. Du hast noch Mehl und zwar mehrere. Und? Ich bin heute ganz witzig abgelaufen, um 3 Kilo Mehl einzukaufen. Die Tanja rennt wie von Sinnen zu ihrem Wagen, kommt im Radkreuz zurück und tut auf mich lachen. Mir wird schwarz vor den Augen, als die zu Haut. Die Tanja war weg und mein Mehl war geklaut. Ich hab ja seit Sommer kein Arbeit mehr. Oh. Drum bin ich in die Freiwillige Feuerwehr. Als Beamter hat man nicht viel zu tun. Bei der Feuerwehr kann man auch gut aus. Ende Dezember bekam ich meine Einsatzsachen. Jetzt kann ich mir einen ruhigen machen. Am 3. Januar morgens um 6 Uhr ging die Sirene. Das neue Jahr fing nicht an. Das neue Jahr fing an und das war nicht schön. Ich sofort runtergerannt. Im Grünewald ein Auto gerannt. Das Auto stand ganz tief im Dreck. Die Nummernschilder waren weg. Am Nachmittag kam dann der Schlag. Großalarm in Kreime. Was? Ein Hubschrauber der Polizei. Rettungshundestaffel waren auch da. Nein. Dazu ein Wärmebild-Drohnenstand, der kam aus Maring. Noviant. 200 Rettungskräfte hier auf dem Platz, die Greimaler Feuerwehr im Großeinsatz. Am nächsten Morgen, ich war am Fluchen, wieder Einsatz, weiter suchen. Hundertschaften Polizei, die Feuerwehr aus Greimert, Gippert und Plein waren auch mit da. Nein. Die Hasborner Wehr, was uns nicht sehr freute, die konnte nicht kommen, die hatten keine Leute. Das Wetter, grauenhaft, hatte ich es erwähnt. Den ganzen Tag der Hottet Klamotten versaut, die Freck eingepfiffen, den Job bei der Wehr, den hab ich geschmissen. Hier gab's vor 4 Wochen für Frauen, Männer und diverse eine große Samen. Das Wort hat hier in deutschen Landen so manche Frau wohl verkehrt verstanden. Auf dem Dorfplatz hielt ein Bus mit Kölner Nummer.
Darin saßen nur Frauen mit ganz großem Kummer. Schöne Kleider, tolle Figur, alle Frauen waren schlank. Dann die Frage, ist das hier die Eifeler Samen? Bank, ihr Deppen! Wir suchen die besten Gene für uns ohne Zweifel. Die schönsten und stärksten Männer, die sind aus der Eifel! Ich muss Sie enttäuschen, die Kölner Damen. Hier gibt's nur Gemüse und Blumen. Samen. Hier im Saal war der Andrang groß. Man könnte auch sagen, hier war der Teufel los. Doch hinter den Tischen standen schmächtige Männer mit Bärten und langen Haaren. Man sah sofort, dass die aus dem Hunsrück waren. Ein jedes Kind lernt in der Schule schon, wie das funktioniert mit der Evolution. Der Starke und Schlaue, der überlebt. Der Mann aus dem Hunsrück zeigt, dass es auch andersrum geht. Ganz hier hinten stand eine Frau mit Kittel. Haltbar machen von Lebensmitteln. Milchsäuregärung hat sie gesprochen. Hab ich mir gedacht, ich hab's schon gebrochen. Ich geb Ihnen was mit für zu Hause zum Zeigen. Nein, danke, ich wollte mit meiner Frau noch zusammen bleiben. Doch da hab ich noch zwei Frauen gesehen und die waren ihr Spinnrad immer schneller am Drehen. Ach, Sie sind jetzt Rentner, probieren Sie das mal, das hilft Ihren Sinnen. Nein, danke, in Kreimat gibt's schon genug Leute, die Die beratungsresistentesten Männer zwischen Hasborn und Staat gibt es hier in unserem Gemeinde. Anstatt Energie zu gewinnen auf freiem Felde und gutem Grunde, baut man hier lieber Toiletten für Kreimader Hunde. Doch sehe ich die vielen Tüten, denke ich stumm. Ist unsere Volksvertretung vielleicht gar nicht so dumm? Es ist noch geheim, auch wenn ich es hier sage, Kreimat baut die erste Hundekot-Biogas an. Ach meine, alle Achtung meine Herren, die Idee, die ist klasse. Stromerzeugung aus organischer Masse. Auf die Grünewaldstraße, das ist sehr nett, kommt Deutschlands größtes Hundeklo. Da kommt kein Auto mehr vorbei. Bei den Anwohnern hört man Freudengeschrei. Alle freuen sich animalisch, es stinkt halt nur ziemlich bestialisch. Aus Rumänien werden 1000 Hunde importiert, damit die Anlage läuft wie geschmiert. Jeder Haushalt muss 8 Hunde nehmen, da kommt es dann doch zu größeren Problemen. Drum stellt die Gemeinde 1 Tierbestatter, 2 Tierpsychologen, 3 Sozialarbeiter und 4 Hundefriseure ein. So mancher denkt wie ich, das kann doch nicht sein. Das kostet jährlich 500.000, das ist enorm viel Geld. Anstatt Strom zu produzieren auf freiem Feld.
Endlich würde Kreimerath klimaneutral. Doch den führenden Köpfen ist das scheißegal. Die Zeit ist vorbei, weitere Reime sind verboten. Ich komme jetzt zu meinen Noten. Es gibt nichts zu meckern in diesem Falle. Eine 1 mit Sternchen für euch alle. Doch jetzt mache ich endlich Schluss, weil ich in Gippert noch Reime testen muss. Das wird ein Fiasko, das weiß ich genau. Kreimer der Schlotterfässer, herauf! Der staatlich geprüfte Reimetester. Ich darf euch vorstellen, obwohl das glaube ich, muss ich gar nicht mehr. Das war Ose Pitt Schäfer. Lieber Pitt, vielen Dank. Der Eisbrecher hat es ja immer am schwersten, sagt man, aber ich glaube, bei diesem Publikum war das kein Problem. So, Pitt, dann kriegst du noch deinen Orden. Vielen herzlichen Dank. Und dann bitte einen Ausmarsch für den Reimetester.